Willkommen zurück, ihr Freunde der Abenteurer, zu Breath of the Wild. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben auf dem Turm, auf dem Aussichtsturm. Und was wir als nächstes machen müssen, kein Plan. Wir haben noch keine neue Mission. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach, schauen wir einfach mal, wie wir wieder nach unten kommen. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Aha. Loop. 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 Hätten Sie ruhig mal einen Aufzug reinmachen. reinmachen können. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich verstehe. Schon. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Die Verheerung? Sieht das aus? Ja, ich glaube schon. Es ist nun 100 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, einst stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Und du? Du versprühst den Drang, zum Schloss zu gehen. Versprühst. Habe ich recht? Ja. Das dachte ich mir. Leider wird das so schnell nicht. Sorry, mein Handy. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Wenn man allerdings, wie ich, ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Gib es mir. Parasegel? Hast du es eben nicht gesehen, als ich hier gelandet bin? Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Eine vergessene Welt. Neues Hauptziel. Tagebüroöffnung. Nach dem Abstieg von dem Turm hat der alte Mann dir erzählt, dass das Königreich Hyrule, das einst das ganze Land einnahm, vor 100 Jahren durch die Verheerung Ganon zerstört wurde. Um das Plateau zu verlassen und zu Schloss Hyrule zu gelangen, brauchst du das Parasegel des alten Mannes. Er will es dir im Austausch gegen irgendeinen Schatz geben. Folge mir. Klaro, alter Mann, ich folge dir einfach mal. Du bist gar nicht Pedo oder so. Irgendwie erinnert er mich an den, von diesem fetten Bartmäßigen her und von seinem Statur erinnert er mich an den König von Hyrule. Zumindest sah der so in Wind Waker aus. Na, schauen wir mal. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. Okay, Boomer. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben, oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Toll. Jetzt darf ich da rein und den Schatz bergen, der wahrscheinlich geiler ist als der Parasegel. Und dann darf ich erstmal abknüpfen. Abknüpfen? Abgeben? Yes. Abdrücken. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Abdrücken.
Oh, da drüben ist wieder ein Bockbin, Schatz. Den will ich, den will ich. Brauch mal neue Heilung irgendwie. Ha! Ach du Scheiße. Kann ich die vielleicht irgendwie... Kann ich da mehrere treffen vielleicht? Warum sind die so hyped? Moin! Bin ich einfach zu behindert oder ist die Steuerung wirklich so schwer? Im Bogen. LOL! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah. Okay. Also ich kann ein bisschen kann ich schon anzielen mit dem. Oh, meine Sachen brennen. Scheiße. Mein Schild, nein. So ein bisschen kann ich schon anziehen mit dem Bogen, aber irgendwie blicke ich das noch nicht ganz. Oder kann ich das... Nein, okay, ich kann ihn nicht gehen. Versuchen, ob ich das Fass anziehen kann. Hätte ich es vielleicht ein bisschen üben können, aber irgendwie... Nö. Scheiße. Auf zu brennen. Auf. Auf. Es geht doch kaputt. Alles gegönnt. Rösteichel. Über offenem Feuer geröstete Eichel, deren Süße und Aroma sich voll entfaltet haben. Moment. Wenn ich das hier wegstecke, dann geht's aus, oder? Ja, geil. Mehr Rösteicheln, lecker Schmecker. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen so gefreut, wegen den Rösteicheln. Reiseschwert, diese Art Schwert, ach. Ne, Moment, das habe ich doch vorher schon. Okay. Gleich, wie ich vorher schon aufgesammelt habe. Aber es ist nicht wirklich stark, also... Alles drauf. Wo sollte ich jetzt nochmal hin? In diesen... Diesen... Die Ding darüber sollte ich, ne? Ja. Kann Link schwimmen? Hoffe. Ja, kann er. Oh, oh, hat aber Ausdauer. Boah. Komm schon, Link. Nicht mehr weit. Hält's aus. Hoch, 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 hoch. Nein! Hoch! Boah! Was ist denn da jetzt gerade passiert? Kurz untergegangen. Mauno-Schrein. Mauno. O-Uno. Komisch. Ikerstein erkannt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Sehr cool. Der Eingang wird nun geöffnet. Ja, okay. Mach's einfach. Warum musst du es sagen? Hui. Bei der Verwendung bestimmter Module und deines Bogen kannst du auch zielen, indem du neigst. Achso, die ganze Switch geht schlecht. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mauno. Im Namen der Göttin Hylia sollst du... Was soll ich machen? Magnetismus. Mauno-Schrein. Magnetismus. Okay, okay, okay. Was soll ich jetzt machen? Kann ich irgendwas mit meinem Tablet machen? Nein.
glaube, das ist auch nicht die Mission hier. Ah, hier ist was. Siegerstein erkannt. Datenübertragung beginnt. Magnetmodul lässt sich metallene Objekte bewegen. Erfasst der Magnetstrahl ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umherbewegen. Super duper. Aha, Modul verwenden. Okay. Dann testen wir es mal aus. Wow, das ist weird. Moment. Ah, okay, der hat's. Ah. Abstoßen, anziehen. Beenden. Okay, ich glaube, es ist eh nur runter, oder? Ja. Kiste. Oh. Komm her. Da. Toll. Okay, ich dachte, ich muss jetzt da drüber klettern. Dann schieben wir es einfach. Ah, oh, ich habe Angst, dass die Sachen mich zerquetschen. Hey, wer bist denn du? Hey. Zieh dich. Ich weiß nicht, ob man das hätte so machen sollen, aber ist ja egal. Antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dehnt, sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf Wasser schwimmt. Achso. Muss ich hier meinen Magnetismus Power? Mein Magnetismus Power? Ja, genau. Nein! Das war so klar. Ja, so ungefähr. Hey, da oben ist eine Kiste. Kann ich die auch mit dem runterholen? Aha! Ja, damit. Bonk. Reisebogen habe ich schon, aber ich glaube, der geht auch mit der Zeit kaputt, sonst würde ich den nicht doppelt bekommen. Hallo. Du hast die Herausforderungen gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Ma'uno. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia zu mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeit hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen.
Ja, das ist immer so weird, als ob das jetzt so schwer war mit diesem Tablet da irgendwie. Er musste es da reinlegen und dann hat er Magnetkräfte bekommen und fertig. Also, warum bin ich jetzt so anders als jeder andere Dude, der einfach dieses Ding hätte finden können? Na egal. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hui. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ciao. Uihaha. Da kommt da wieder der alte Pedo. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Ganz einfach, ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur verschwommen, doch die verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Kreis der Fall ist. Hohohoho. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen dieses Schikersteins, den du dort am Gürtel trägst. Und das Parasegel? Gib es her! Sei doch mal still und hör zu! Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Was? Durch ihr Wissen konnte dieses Land. Ach, keine Ahnung. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu, vor diesem Schrein gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens drei weitere gesehen. Drei? Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Was? Aber, ob nun ein Schatz oder vier, macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merk es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du einmal auf diesen Turm steigen würdest? Na gut. Nicht so hastig, du sollst doch etwas wissen. Sieh dir mal auf deinem Schiekerstein die Karte an. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein und auf dem Turm befinden? Hä? Nein. Mit der Kraft des Schiekersteins kannst du dich an diesen Ort teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Klar, hat er nur gehört. Vielleicht ist das auch alles nur ein Ammenmärchen. Vielleicht. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Kurze Ansage noch. Und zwar werde ich ab der nächsten Folge das so machen, dass ich länger aufnehme und dann am Ende der Folge nicht mehr die Absage mache. Absage? Genau. Aber das finden wir das nächste Mal heraus, ob das stimmt oder nur ein Ammenmärchen ist. Aber bevor wir gehen, noch eine kurze Ansage. Ab der nächsten Folge werde ich nicht mehr nach jeder Folge eine Abmoderation machen, sondern ich werde länger aufnehmen und dann einfach cutten zwischendrin. Also wundert euch nicht, dass da keine Abmod mehr kommt. Aber die Länge bleibt ungefähr gleich. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein.